Wir haben jetzt eine ganz gute Punktezahl gemacht. Wir müssen jetzt aber aufpassen, dass die Euphorie hier nicht zu sehr steigt, weil wir haben noch nichts erreicht und das Spiel am Freitag gegen Union ist wieder ein richtungsweisendes Spiel. Ja, indem wir jetzt halt nicht nur die positiven Dinge nur sehen, die wir gezeigt haben, sondern auch die negativen Dinge wieder ansprechen und wie gesagt versuchen, von Spiel zu Spiel uns zu steigern, immer wieder einen neuen Trend zu erkennen. Das habe ich bis jetzt festgestellt und ich hoffe, dass wir nicht nachlassen. Das Trainerteam wird auch entsprechend den Finger da wieder in die Wunde legen. Und wir haben jetzt auch gegen Nürnberg Burgstaller einen Spieler gehabt, der gefährlich ist und wir haben das in den Griff bekommen. Unsere Abwehrspieler sind momentan gut drauf und entsprechend werden sie auch agieren, aber wir werden sicherlich nicht unser System nur nach dem einen oder anderen Spieler ausrichten. Wir denken jetzt erstmal nur, und das ist auch die Botschaft an die Mannschaft, so agieren wir, die denken nur erstmal an das nächste Spiel und nicht, was nach dem Union-Berlin-Spiel kommt. Nein, Vorgabe ist immer, alles rauszuhauen, alles dafür zu geben, dass wir das nächste Spiel gewinnen und danach ergibt sich alles von alleine.